Nach dem ersten Lauf die Jamaikaner überraschungsführende und Stefan sitzt in der Leaderbox mit seinem Team und wird sich dieses Spektakel ganz genau anschauen. Schreiben die Jamaikaner Geschichte und gewinnen heute Abend oder tut es eventuell doch Stefan mit seinem Team? Hier kommen die Jamaikaner. Und die Jamaikaner sind sehr, sehr konzentriert. Es gibt ein Sprichwort in Jamaika, das heißt, soon we come. Das heißt, so viel wie alle zwischen 5 Minuten und 5 Stunden ist möglich. But now you have the possibility to become the next WOC World Champion. How does it feel? I feel great. A great feeling. Everybody is for Otella. Er hat gesagt, dass wenn sie gewinnen, kauft er sich in Jamaika einen eigenen Strandabschnitt und wird ihn nach Stefan Raab benennen. Ich frage mal den Herrn, der dahinter sitzt. Das muss ich ablesen, dass ich nichts Falsches mache. Seldwyn Morgan, the track is very fast. What is important now? What is important is that our driver have his head in the game and we're just going to go out there and take it. Okay, er hat gesagt, es kann sein, dass er sowieso etwas bremsen wird, weil seine Schwiegermutter im Ziel wartet. Ich habe mir extra noch ein paar Worte drauf geschafft, damit die Jungs sich heimisch fühlen. Zum Beispiel Bomberklatt, heißt Klopapier, ne? Oder Pussyklatt, ist Tampon. Und der Jamaikaner sagt, damit er gut drauf ist, Wicked, gebt Gas, Jungs, go for gold. Wir sind gespannt, wer neuer WOC-Weltmeister wird. Jamaika ist auf dem Weg. Gibt es den Rekord, die Rekordmedaille für Stefan Raab und seine Mannschaft? Oder gibt es die riesige Sensation, dass ein Karibikland hier die WOC-Weltmeisterschaft 2014 in dieser prestigeträchtigen, in dieser Königsklasse im Vierer-WOC einfährt? Der Vorsprung, der war recht komfortabel mit einer Sekunde. Aber gucken Sie mal, da fehlt schon was. Da sind es 4 Zehntel nur noch. Allerdings, ich schaue auch mal auf die Tendenzen aus dem ersten Lauf. Da hatten Sie vorhin auch nur mit der 7. besten Zeit begonnen. Und dann spricht es für gutes Material und für hohes Gewicht, dass die immer schneller wurden und am Ende die schnellsten waren. Der Scharfrichter kann die Ausfahrt Kreisel werden mit einer hohen Geschwindigkeit. 95,1, das kann sich vielleicht retten. Nicht so hoch wie bei der DDR. Was passiert? Ausfahrt Kreisel. Das kann jetzt entscheidend sein. Und alles gut, alles gut. 1,4 Sekunden. Jamaika fährt hier den größten Triumph nach der olympischen Goldmedaille von Usain Bolt entgegen. Die Jamaikaner werden hier WOC-Weltmeister. Jetzt steht es fest. Das ist die Sensation überhaupt in dieser ja noch jungen Sportart. Jamaika ganz, ganz vorn. Sie haben die ganz großen Wintersportnationen geschlagen. Sie haben die Deutschen hinter sich gelassen, die Österreicher, die Italiener. Unglaublich, was hier passiert, dass diese Jamaikaner, diese Leute aus der Karibik, die es ja sonst eher ruhig angehen lassen hier, die Sensation schaffen und am Ende hier auch mit einer athletischen Meisterleistung Ausfahrt des Kreisels im WOC bleiben und damit die Goldmedaille rausfahren. Ich glaube, es hätte Stefan mehr wehgetan, wenn andere Mannschaften gewonnen hätten als dieser jamaikanische Bob. Damit können doch alle leben und da feiern sie natürlich, die Jamaikaner, diesen ja historischen Sieg hier auf deutschem Boden am Königssee. Sie brauchen jetzt noch ein bisschen, um das überhaupt zu begreifen, um bei Rebecca anzukommen. Jetzt wissen sie es erst so richtig, dass es wirklich gereicht hat. Sind ein bisschen langsam oben angegangen, aber vorhin schon, die Tendenzen, die waren so gut, dass man es ab dem Kreisel gesehen hat, dass es reichen wird für die Goldmedaille. Und Rebecca, da kommen sie, die Helden des WOC-Kanals 2014 zu dir. Hab Spaß mit den Jungs. Ein Riesenapplaus für Jamaika. Ai, 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 ai. Congratulations! Sensational! Sensational! I mean, you went in 29th place in the Sochi Olympic Games, and now you are the first non-European WOC world champion of all time. Caribbean man, representing Jamaica all the way, straight. Come here, everybody. I mean,
This is a sensational day for the walk sport. It's a little pity that we don't win today, but yeah, but I feel with you, and I congratulate you, and I think all the audience congratulates you. Everybody, give a big hand for Jamaica! You're going! But I told you yesterday I was the one. I was the one. Yeah. Remember? Yeah. I could have won. What will happen? What will happen in Jamaica now? Oh, wir gratulieren Jamaika. Wir gratulieren Jamaika. Crazy Americans, you know. Mach du weiter, Rebecca. Ich bin gerade irgendwie auch total sprachlos. Also hier geht's ab. Der eine ist nackt, Jamaika hat gewonnen und Stefan Raab freut sich trotzdem. Also ich glaube, ich weiß auch nicht mehr, was los ist. Steven, kannst du uns bitte helfen? Ja, sehr gerne, aber ich würde das Mikrofon ehrlich gesagt nicht mehr so nah an den Mund nehmen. Ich muss noch mal kurz, fragen. What will happen in Jamaica today or tomorrow when they all know it? Celebration. Big celebration. Big celebration. They will have a parade? Yep. Yes, in Kingston? Yeah, in my hometown. Well, it's this is a great day for the walk sport. Congratulations one more time. Yeah! Jamaica! Walk World Champion 2014!